Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es mal um einen selbstgebauten Spiritus-Sicherheitsbrenner. Und zwar der hier, den habt ihr ja schon in meinem letzten Video gesehen. Da kamen auch prompt einige Fragen zu. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich den noch im Detail vorstelle. Und das werde ich in diesem Video machen. Ja, warum habe ich diesen Brenner gebaut? Ich hatte ja sonst hier diese Standardbrenner. Das ist jetzt hier einer von Vicatec oder vom X-Boil. Das sind ja diese Brenner mit dem Carbonvlies da drin, die dann auslaufsicher sind. Ja, und was hat mich daran gestört? Ganz einfach, die Brenndauer war mir nicht lang genug, die Reserve. Und ich habe mich entschieden, eher so einen größeren zu machen. War gar nicht so einfach, die passenden Dosen zu finden. Ja, und wie ihr seht, das Ganze ist sogar in Schwarz. Ich benutze den Brenner jetzt circa ein Jahr, also die Farbe hält, das kann ich schon mal sagen. Ja, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen rausgefunden und da möchte ich jetzt im Detail mal drauf eingehen. Ich werde das Video so ein bisschen staffeln, habe ich mir überlegt. Ich werde jetzt erstmal die beiden Brenner im Vergleich vorstellen, den Standardbrenner und meinen Brenner. Dann werde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Anschließend zeige ich euch die Materialien, die ihr dafür benötigt. Danach werden wir so einen Brenner zusammen bauen. Und danach werde ich den mal wiegen. Das weiß noch nicht mal ich, wie das Gewicht ist. Einmal leer, einmal befüllt. Und dann machen wir noch einen anschließenden Brenntest, um zu schauen, wie lange der Brenner nun effektiv brennt. Also für mich war es immer eine halbe Ewigkeit. Aber ich möchte mal selber testen, wie lange der durchhält. Okay, dann geht's los. Hier seht ihr nun beide Brenner im direkten Vergleich. Hier links ist so ein Standard Spiritus Sicherheitsbrenner, in dem Falle hier von der Firma Vicatec. Und rechts ist mein selbstgebauter. Ich habe mir hier oben noch mein Logo draufgeklebt. Ja, der sieht dann so aus. Und wie ihr seht, ist der schon um einiges größer. Um genau zu sein, ist der hier 2,5 cm hoch und der ist 3,5 cm hoch. Ja, was gibt es noch für Unterschiede? Da gibt es nämlich noch einen gravierenden wichtigen. Ich schraube dazu mal die Brenner auf. So, einmal den von Vicatec, einmal mein. So, ja, wie ihr seht, liegt hier das Graphitvlies so flach drin. Und in meinem ist es hochkant, das heißt, es ist aufgerollt. Und es hat hier auch so ein paar Luftspalte dazwischen. Ja, und ich habe die Vermutung, dass das so eher wie ein Docht funktioniert. Und ich finde, das brennt wesentlich besser wie der, wo das flach drin liegt. Vielleicht sieht man es hier in der Kamera, da sind diese Schnecken. Und da hat es überall nochmal, ich habe es auch nicht zu stramm gemacht, dass noch ein bisschen Luft dazwischen kommt. Ja, und ich finde, dieser Brenner brennt einfach besser, zumal ihr ja auch noch Material spart, weil ihr braucht ja dann bloß so einen Streifen, den ihr dann praktisch aufrollt und in den Brenner macht. Ich habe meinen Spiritus-Sicherheitsbrenner jetzt mal in meinen Hobo gestellt, hier in diesem Fall der Stormfire. Ja, und wie ihr seht, er passt da auch wunderbar rein, hat ja auch den gleichen Durchmesser von 7 cm wie der Standardbrenner. Er ist halt nur etwas höher. Durch die größere Bauform meines Brenners hält er natürlich auch länger und somit erspare ich mir das zusätzliche Mitführen von Brennstoff. Also ich komme auf einer Tagestour eigentlich immer gut mit einem Brenner aus und das war für mich auch ein wichtiges Argument, um den ein bisschen größer zu bauen. Okay, dann zeige ich euch doch jetzt mal, was ihr dazu überhaupt benötigt, um so einen Brenner nachzubauen. Der Brenner besteht aus zwei Komponenten und zwar einmal hier Graphitvlies, 1 cm Stärke und diesen Aluminiumdosen hier, 80 ml matt schwarz. Das sind so Schraubdosen, so Standarddosen. Hier hat es so eine kleine Dichtung mit drin. Ja, und diese Dosen hier, die gibt es im 10er-Pack. Ich verlinke euch das unten auch nochmal unter dem Video, wie auch das Vlies. Ja, und wer jetzt sagt, 10 Dosen ist ein bisschen viel, gut, ihr habt natürlich Reserve. Und andererseits kann man natürlich hier auch noch prima irgendwelche anderen Sachen reinmachen als Zunderdose. Also das sehe ich jetzt gar nicht mal so als das Problem. Das sind also die Materialien, die wir benötigen. Jetzt als nächstes zeige ich euch, was ihr für Werkzeuge dafür braucht. Das ist eigentlich nicht allzu viel. Ich lege mal los.
Als erstes braucht ihr natürlich irgendwas, um die Breite abzumessen. Ich habe jetzt hier einen Zollstock, kann auch ein Lineal oder ein Geodreieck sein, das ist eigentlich egal. Ja, dann brauchen wir natürlich irgendwas, um das Vlies zu schneiden. Ich habe jetzt hier ein Cuttermesser genommen, das macht sich ganz gut. Und zur Unterstützung hier noch eine Schere. Ja, und ganz wichtig, hier ist so ein Metalllineal, wo wir dran lang schneiden können. Kann auch irgendeine Aluminiumleiste sein, sonstiges ist egal. Hauptsache als Führung für das Cuttermesser. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und bauen den Brenner. Dazu räume ich jetzt hier erstmal die Sachen weg, dass ich ein bisschen Platz bekomme. So, die Dosen. Okay. Die Unterlage, die kann auch weg. So. Okay, dann breiten wir das Vlies auf dem Tisch mal aus zum Schneiden. Ich habe das Vlies jetzt hier auf die Werkbank gelegt, mit der langen Seite hier zur Schnittkante, damit wir so viel wie möglich zum Aufwickeln haben. Mein Vlies ist jetzt ein bisschen kürzer schon, weil ich schon was abgeschnitten habe. Normalerweise ist das ja ein Meter, da kommt der locker mit hin. Mal sehen, ob ich jetzt mit der Länge, das sind bei mir hier 60 cm, das schaffe, die Brennerdose schon auszufüllen. Ansonsten schneide ich noch einen zweiten Streifen und wickel den einfach mit rein. Okay. Ich habe die Brennerdose jetzt ausgemessen. Die hat eine Tiefe von etwas über 3 cm. Das habe ich mir jetzt hier mit dem Zollstock markiert und habe das Metalllineal angelegt. Habe es dann auf beiden Seiten abgemessen. Hier unten habe ich dann halt auch die 3 cm gemessen. Ja, und das Ganze werde ich jetzt festpressen auf das Filz, das Lineal, und werde mit dem Cuttermesser diesen Streifen abtrennen. Beim Schneiden ist es wichtig, dass er das Messer nicht so steil führt, sondern eher flach. Das macht sich besser. Das habe ich schon ausprobiert. Also immer schön so flach schneiden und dann mehrmals, und dann kriegt ihr den Streifen auch wunderbar ab. Jetzt drücke ich hier richtig fest auf, damit das Vlies wirklich am Platz bleibt. So, ziehe hier durch und dann mehrfach schneiden. Beim letzten Mal drücke ich jetzt ein bisschen kräftiger, dass wir das wirklich richtig sauber durchgeschnitten kriegen. So, nun schauen wir mal. Ja, da ist schon unser Streifen. Hier am Ende hat es nicht ganz getrennt, da muss ich nochmal nachschneiden. So, so, und hier haben wir unseren Streifen 3 cm Graphitvlies. Ja, das war eigentlich auch schon das Aufwendigste an der ganzen Geschichte. Jetzt müssen wir einfach nur noch den Streifen aufwickeln und in die Dose pressen. So, dann wickle ich den Streifen mal auf hier. Schön sauber übereinander, dass wir eine schöne Fläche bekommen. Ja. Nicht zu fest wickeln. Wie gesagt, es soll ja noch Luft ziehen können für die bessere Verbrennung. So, da haben wir unsere Rolle. So sieht das Ganze jetzt aus hier. Ja, jetzt müssen wir das bloß noch, oh, das passt genau mit 60 cm. Ich wusste es gar nicht mehr. Es passt haargenau. So, jetzt haben wir hier unser Vlies. Und jetzt presse ich das hier in die Dose. Wunderbar. Ja. Noch ein bisschen klopfen hier. So, wie ihr seht, schon ist unser Brenner fertig. Wunderbar. Und jetzt können wir den testen. Bevor ich den Brenner mit Spiritus befülle, will ich ihn allerdings noch wiegen. Mich interessiert mal, was der Brenner in diesem Zustand leer wiegt. Dazu lege ich den jetzt mal auf eine Küchenwaage und wir schauen mal, was der für ein Gewicht hat. So, die Waage ist an. Jetzt legen wir unseren Brenner da drauf. Okay, so 26 Gramm wiegt das Ganze.
Ja, also ob es so genau ist, weiß ich jetzt nicht, weil es halt eine Küchenwaage, aber 26, 27 Gramm, das ist ja wahrlich nicht viel. Gut, dann würde ich sagen, befülle ich den Brenner jetzt mal so weit wie es geht mit Spiritus und dann wiegen wir den Brenner nochmal. So, dann machen wir den Brenner mal auf. So, und ich werde den Brenner jetzt mit Spiritus befüllen und zwar randvoll, bis das Vlies nichts mehr aufnimmt. Oh, da geht eine ganze Menge rein, Leute. Jetzt fängt es an, hier oben zu glänzen. Ich denke, jetzt ist er voll. Dann nehme ich jetzt einen Trichter und kipp mal den Rest hier ab, bis nichts mehr rauskommt. So, das heißt, jetzt würde er auch nicht mehr auslaufen, der Brenner. Das heißt, die maximale Füllmenge ist erreicht. Ich drehe den zu und dann wiegen wir den Brenner nochmal. Waage ist wieder an, Brenner drauf. 99 Gramm, können wir sagen, sind es 100 Gramm mit Spiritus voll befüllt. Das ist wirklich sehr leicht. Ja, ich weiß nicht, ob die Waage nun wirklich aufs Gramm genau ist, aber wenn man es überschlägt, sagen wir mal 26 Gramm Leergewicht, nehmen wir mal 30, 100 Gramm voll, dann haben wir also eine Füllmenge von 70 Gramm Spiritus. Bin mal gespannt, wie lange das brennt und das testen wir jetzt. Ich habe das Licht jetzt mal ein bisschen abgedunkelt, dann brennen wir den Brenner mal an. So. So sieht's aus und starten die Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der brennt. Ich mache zwischendrin immer mal wieder Breaks, komme mal wieder gucken, weil ich rechne damit, dass der fast so lange brennt wie der Notkocher, den ich damals gebastelt habe. Also ich schätze bestimmt eine halbe Stunde, aber das werden wir sehen. Zehn Minuten sind jetzt rum. Wie ihr seht, der Brenner brennt noch in voller Größe und da sieht man auch das, was ich meine. Das ist wie so ein Docht, da so durch das Vlies, was jetzt so hochkante eingelegt ist, brennt der Brenner viel besser wie die anderen Brenner, die, wo das Vlies flach liegt. Also ich finde das so besser. Ich weiß nicht, ob er durch die Windung irgendwie noch Sauerstoff zieht. Auf jeden Fall habe ich hier eine viel bessere Flamme. Ich zeige euch das nochmal vom Nahen. Seht ihr, wie der Brenner brennt? Ich finde, das brennt wirklich besser wie bei den normalen. So, jetzt sind 20 Minuten Brennzeit rum. Wie ihr seht, die Flamme ist immer noch riesengroß. Also ich denke, der brennt noch eine Weile. Schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt bei 30 Minuten Brenndauer. Die Flamme ist unverändert groß. Also der Test geht weiter. Halbe Stunde haben wir schon geschafft. Wir sind jetzt bei 35 Minuten Brenndauer. Die Flamme wird jetzt merklich kleiner, verliert an Kraft. Also ich denke jetzt, die große Hitze ist vorbei. Jetzt geht es wohl in die Phase Ausbrennen, aber mit der Flamme könnte man immer noch gut kochen. Ich lasse das mal weiterlaufen, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Minute 37, jetzt werden die Flammen merklich kleiner. Jetzt ist es eher nur noch was zum Warmhalten. Also ich denke, das ist jetzt so die maximale Brenndauer. Man sieht auch schon, hier oben fängt der schon an zu glühen, der Graphitfilz. Das heißt, es ist eh bald Schluss. Das kennt man ja. Es flackert auch schon leicht. Also ich denke, jetzt geht er auch gleich aus. Also kann man sagen, haben wir eine gute Kochdauer von 35 Minuten. Ja, Minute 38, es ist nur noch so ein Geflacker. Ich denke, wir können den Test jetzt auch abbrechen. Ich mache den Brenner aus. Das bringt nichts mehr. So, also sagen wir mal, er brennt 35 Minuten.
Ja, 35 Minuten Kochzeit mit einer richtig großen Flamme, die ordentlich Hitze gibt. Das ist mehr als genug, um sich mehrere Kaffee zu kochen und sich noch ein Essen zuzubereiten. Also der optimale Backup für eine Tagestour. Ihr müsst keinen zusätzlichen Brennstoff mitschleppen. Auch als Backup für den Hobo ist das eine super Sache. Wenn ihr mal kein Holz findet oder kein Holz feuern könnt, nehmt ihr die kleine Brennerdose und könnt auch damit kochen. Der Brenner ist mittlerweile bei mir zur auslaufsicheren Alternative zu dem bewährten Trangia geworden. Er macht genauso eine Hitze und man kann genauso lange mit kochen. Wie ihr seht, von den Abmaßen ist er sogar noch etwas kleiner und man kann ihn aber genauso verwenden. Für alle, die den Brenner nachbauen wollen, wie anfangs erwähnt, mache ich alle benötigten Materialien unter das Video. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das kleine Bastelprojekt hat euch wieder Freude gemacht. Viel Spaß beim Nachbauen. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Detlef. Ciao. Tschüss.